Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sprachen, Ethnien und Nationen in einer postimperialen Kontaktzone lautet der etwas ambitionierte Titel meines heutigen Vortrags. Mein Hauptgegenstand ist die geteilte Region Moldau, beziehungsweise im zweiten Teil die heutige Republik Moldau. Die imperialen Traditionen, die in diesem Raum zum Teil bis heute nachwirken, sind die des Russländischen Reiches oder beziehungsweise der Sowjetunion, der Habsburger Monarchie, des sogenannten Großrumänien, in eingeschränkter Weise auch noch des Osmanischen Reiches. Betrachtet man als Historiker die ethnischen und sprachlichen Verhältnisse in einer bestimmten Region oder in einem Staat, so bilden Statistiken naturgemäß eine wichtige Quellengrundlage. Aufgrund ihrer scheinbaren mathematischen Präzision, mit der komplexe Verhältnisse vorgeblich auf einen einfachen Nenner gebracht werden, wohnt Statistiken etwas Suggestives inne. Das volkstümliche Diktum, man solle keiner Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht hat, bringt das Problem auf den Punkt. Statistische Angaben können jeweils nur Annäherungen an die historische Realität bieten, sind aber nicht deren getreues Abbild. Außerdem sind sie nur eine momentane Zustandsbeschreibung und häufig sind die ermittelten Zahlenwerte in dem Augenblick, in dem sie offiziell veröffentlicht werden, bereits wieder überholt. Wenn wir uns mit einer Statistik auseinandersetzen, müssen wir uns stets die Frage stellen, wer hier in welchem soziopolitischen Kontext zu welchem Zweck welche Personen mit welchen Fragestellungen konfrontiert hat. Gerade in den komplizierten Verhältnissen in Zentral-, Ost- und Südosteuropa können Statistiken den Anschein erwecken, objektiv zu sein. Doch selbst bei guter Intention und geringem politischen Interesse vermögen eindeutige Zahlenwerte nicht wiederzugeben, wie sich der Alltag der befragten Personen in der Realität gestaltete. Zumeist gestatten es die demografischen Erhebungen, nur eine einzige Sprachkompetenz anzugeben. Die situative Pluralität der Mehrsprachigkeit, das Faktum, dass in unterschiedlichen Zusammenhängen, in unterschiedlichen sozialen, kulturellen, administrativen oder politischen Milieus unterschiedliche Sprachen von einer und derselben Person gebraucht werden konnten, lässt sich auf diese Weise nicht abbilden. Erfordert also einen komplementären Zugang zu anderen Quellengattungen. Ähnlich verhält es sich mit dem ethnischen oder nationalen Bewusstsein der Menschen. War etwa lediglich ein ethnischer Rumäne mit rumänischer Umgangssprache berechtigt, als ethnische Kategorie rumänisch anzugeben? Konnten die Menschen nicht vielfache Loyalitäten und Zugehörigkeiten entwickeln, etwa ein ethnischer Deutscher, Ungar oder Tatar, aber ein gutgesinnter Untertan des römischen Monarchen sein? Welche Rolle spielten in diesem Zusammenhang konfessionelle und religiöse Affiliationen? Fragen über Fragen, die von Historikern längst methodisch erörtert worden sind und die ich deshalb zu Beginn meines heutigen Vortrags lediglich anreißen kann. Können Sie die zweite Folie sehen? Gut, wunderbar. Kommen wir nun zum konkreten Untersuchungsraum dieser Ringvorlesung der geteilten Region Moldau. Im 19. Jahrhundert war sie, wie wir in den vorhergegangenen Vorträgen bereits erfahren haben, territorial zu drei Staaten zugehörig. Das Fürstentum Moldau, lange dem Sultan in Konstantinopel tributpflichtig, wurde im Laufe des Jahrhunderts zu einem Bestandteil des Fürstentums und späteren Königreichs Rumänien. Die Ende des 18. Jahrhunderts von der Habsburger Monarchie in Besitz genommene Bukowina war ein Kronland an der Peripherie eines großen Imperiums in der Mitte des europäischen Kontinents. Auch das seit 1812 zum Russländischen Reich gehörende Bessarabien nahm aus der Perspektive Moskaus oder St. Petersburgs eine Randstellung ein, wenngleich eine nicht unwichtige an einer sensiblen Außengrenze. Die aus Volkszählungen gewonnenen Erkenntnisse über die Zusammensetzung der regionalen Bevölkerung variierten je nach der Verfasstheit der Länder.
Sie bewiesen ein unterschiedlich ausgeprägtes Interesse an exakten demografischen Daten. Für die geteilte Großregion Moldau lässt sich hier in der Longue Durée eine regelrechte demografische Genealogie aufzeigen. Eine Vorreiterrolle spielt in dieser regionalen Trias die Habsburger Monarchie, die im Zuge des 19. Jahrhunderts eine konzeptionell recht ausgefeilte Demografie und Statistik auf die Beine stellte. Somit wurden auch in der Bukowina bereits relativ frühzeitig entsprechende Erhebungen angestellt, zum letzten Male 4 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Rumänien, dessen Wissenschaftler häufig entweder in Frankreich oder in Deutschland studiert hatten, entfaltete aus dem Bedürfnis heraus, sich westlichen Modernisierungstendenzen anzupassen, im 19. Jahrhundert ebenfalls ein Bedürfnis danach, die Zusammensetzung seiner Bevölkerung genau zu eruieren. Ganz anders verhielten sich die Dinge im Russländischen Reich. 1897 fand die erste und einzige Volkserhebung seiner Geschichte statt. Also ich meine natürlich Zensus, der einzige Zensus, den dieses Riesenreich in seinen vielen Gubernien durchführte. Damit sind die statistischen Vergleichsmöglichkeiten zwischen der Moldau, der Bukowina und Bessarabien für die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg denkbar schlecht. Eine Vergleichsbasis schuf eigentlich erst die Zugehörigkeit aller drei Gebiete zum Königreich Rumänien in der Zwischenkriegszeit. Wie zahlreiche andere zentral- und südosteuropäische Staaten führte auch Rumänien mit Hilfe seines Zentralen Statistischen Instituts in Bukarest im Dezember 1930 eine Volksbefragung durch. Sie richtete sich nach den damals gebräuchlichen Standards der Statistik. Erhoben wurden unter anderem wirtschaftliche und soziale Daten, die Auskunft über die Lebensverhältnisse der Menschen im Lande schaffen und damit Handlungsanleitungen für künftige politische Maßnahmen vorbereiten sollten. So ergab sich beispielsweise, dass in Bessarabien, vor allem in den ruralen Gegenden, mehr als 2/3 der Menschen nicht lesen und schreiben konnten, dass also der Analphabetismus sehr stark verbreitet war, was noch auf die Nachwirkungen des mangelhaften russischen Schulwesens zurückzuführen war. Wesentlich günstiger war der Alphabetisierungsgrad in der Moldau, am höchsten aber in der Bukowina, wo sich die Effekte des österreichischen Volksschulwesens über die ethnischen Grenzen hinaus bemerkbar machten. 3 Fragen betrafen 1930 beim rumänischen Zensus die Identität der Bevölkerung. Die Demografen wollten wissen, welchem Neam sich die Befragten zugehörig fühlten. Das rumänische Wort Neam lässt sich vermutlich am besten mit der Vokabel Volkszugehörigkeit ins Deutsche übertragen, auch wenn diese Vokabel natürlich etwas antiquiert klingt in heutigen Ohren. Mit der 2. Frage interessierten sie sich für die Limba Materna, die Muttersprache, also jene Sprache, die bevorzugt im privaten Umfeld gebraucht wurde. 3. fragten die Statistiker nach der religiösen Orientierung, also der Zugehörigkeit zu einer religiösen bzw. konfessionellen Gemeinschaft. Ich komme später noch einmal auf die Ergebnisse des Zensus von 1930 zurück, der bei aller oben angedeuteten Problematik von Statistiken und Erhebungen Schlüsseldaten für die Bevölkerungsstruktur Rumäniens in der Zwischenkriegszeit geliefert hat. Zunächst sei aber die demografische Genealogie bis in die Gegenwart fortgeschrieben. 1940 musste Rumänien sowohl Bessarabien als auch die nördliche Bukowina an die Sowjetunion abtreten. Die südliche Bukowina und die Moldau, die innerhalb der Grenzen Rumäniens verblieben, wurden damit regelmäßig zu Objekten der rumänischen Statistik. Bei allen Defiziten, die man dem kommunistischen Rumänien zu Recht attestieren muss, war das Land doch im Hinblick auf die Regelmäßigkeit und die Akkuratesse seiner Erhebungen im damaligen Ostblock relativ fortschrittlich. Und das setzte sich auch nach 1989 im freien Rumänien fort. Erst im vergangenen Jahr 2022 hat Rumänien sich wieder ein Bild von der Verfasstheit seiner Bevölkerung verschafft. Bessarabien und die nördliche Bukowina
gehörten von 1940 bis zum Ende der UdSSR zum sowjetischen Herrschaftsbereich und ihre Einwohner wurden ebenfalls mit einer gewissen Frequenz erforscht. Seit dem Zerfall der Sowjetunion und der Gründung von Nachfolgestaaten existiert die Republik Moldau, die seither zweimal einen Zensus durchgeführt hat, während für den ukrainischen Anteil Bessarabiens lediglich Daten aus dem Jahr 2001 vorliegen. Die Ukraine hat seither mehrmals statistische Erhebungen geplant, aber aus finanziellen Gründen nie realisiert. Gegenwärtig verunmöglicht der Krieg im Lande entsprechende Pläne. Kehren wir nun noch einmal zum rumänischen Zensus vom 29. Dezember 1930 zurück. Ich hatte bereits erwähnt, dass die Durchführung in vielerlei Hinsicht modernen Standards entsprach. Dazu gehörte die Überzeugungsarbeit der Bevölkerung, für die alle möglichen Medien bis hin zu einer anlassbezogenen Briefmarkenausgabe eingesetzt wurden. Die Befragten erhielten nach dem Besuch des Befragers eine schriftliche Teilnahmebestätigung. Damit sollten Mehrfachbestätigungen in einer Zeit vor der Digitalisierung ausgeschlossen werden. Mit etwas Verzögerung gegenüber dem Erhebungstag wurden im Laufe der 1930er Jahre die Ergebnisse in mehreren Bänden vom Zentralen Statistischen Institut in Bukarest veröffentlicht. Uns interessiert in diesem Kontext der von Sabin Manuila herausgegebene zweite Band, der die Daten zur Volkszugehörigkeit, zur Muttersprache und zur Religionszugehörigkeit präsentierte. In Bezug auf die Volkszugehörigkeit bildeten die Rumänen 1930 in allen drei Regionen die größte Gruppe, mit einem Anteil von fast 90% in der Moldau und auch in Bessarabien mit mehr als der Hälfte relativ stark vertreten. In der ethnisch diversifizierten Bukowina hingegen erreichten die Rumänen nur knapp über 40% der Gesamtbevölkerung. In der Moldau waren die verbliebenen Ethnien mit Ausnahme der Juden nur in kleiner Zahl vertreten. Die Juden bildeten auch in Bessarabien eine wichtige Bevölkerungsgruppe, aber auch Russen, Ukrainer, Gagausen, Bulgaren und Deutsche bildeten namhafte Minderheiten. Am höchsten fiel der Anteil der Juden in der Bukowina mit über 10% der Bevölkerung aus. Dort waren aber auch Ukrainer, Deutsche und Polen stark präsent. Bei der Gegenüberstellung mit der von den Befragten 1930 angegebenen Muttersprache ergeben sich gewisse quantitative Abweichungen. Ins Auge fällt etwa, dass die Zahl der Juden, die Jiddisch als Muttersprache angaben, deutlich geringer war als die Zahl der Juden insgesamt. Das lässt auf eine partielle Assimilation schließen. Viele Juden in der Bukowina sprachen im Alltag vorwiegend Deutsch, in der Moldau hingegen eher Rumänisch. Bei anderen, etwa den Deutschen und den Bulgaren in Bessarabien, fielen Volks- und Sprachzugehörigkeit hingegen weitgehend zusammen. Ja, und die dritte statistische Kategorie, die Sie hier auf dieser Folie sehen können, betrifft die Religionen. Da sieht man eben, dass die orthodoxen Konfessionen deutlich vorrangig waren, aber natürlich auch die Juden als nichtchristliche Religion vertreten waren. Vielleicht noch eine Besonderheit. Hier sind erstmals die erst seit den 20er Jahren in Rumänien vertretenen freikirchlichen Konfessionen, nämlich die Baptisten und die Adventisten hier vertreten. Ganz kurzer Hinweis, wir sehen jetzt noch die Folie mit der Landkarte. Oh, pardon. Dann muss ich das ändern. Hat es jetzt geklappt? Nee, immer noch nicht. Sehen Sie jetzt ein anderes Bild? Nee. Tut mir leid. Ich gebe den Bildschirm nochmal neu frei. Entschuldigung.
So. Das können Sie es jetzt sehen? Ja, danke. Okay, wunderbar. Das war also diese demografische Genealogie, die ich Ihnen eigentlich zeigen wollte. Tut mir leid, dass Sie das jetzt nicht während meiner Ausführungen gesehen haben. Ich wollte hier einfach diese drei Regionen zeigen, Moldova, Bukowina und Bessarabien, die eben zu drei imperialen Strukturen gehörten, dem Fürstentum, dem Königreich Rumänien, der Habsburger Monarchie, dem Russländischen Reich. Dann 1930 eben der Zensus, der im Königreich Rumänien die drei Regionen zusammengefasst hat. Die Fortsetzung eben nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs auch schon beginnend. Rumänien, das die Moldau und die südliche Bukowina umfasste, die nördliche Bukowina und Bessarabien zu dieser Zeit als Bestandteil der UdSSR. Und dann schließlich nach dem Zerfall der Sowjetunion eben die Ukraine bzw. die Republik Moldau. Das ist also die demografische Struktur und die Jahreszahlen, die hier angegeben sind, das sind die Jahre, in denen jeweils Volksbefragungen durchgeführt wurden. Und Sie sehen eben hier, dass Rumänien hier sehr prominent vertreten ist, auch die Habsburger Monarchie schon sehr früh Zensusbefragungen durchgeführt hat, während eben in der jüngeren Zeit teilweise doch empfindliche Lücken bestehen, was demografische Daten betreffen. Ja, dann wollte ich Ihnen eigentlich diese Briefmarke zeigen und das ist diese Bestätigung, die die Befragten bekommen haben und rechts eben die Publikation, die entstanden ist. Und hier jetzt also diese Übersicht zur ethnischen Zusammensetzung nach der Volkszugehörigkeit, also Nermul ist hier die Kategorie im Rumänischen. Und wir sehen eben, dass die Anteile der Rumänen unterschiedlich sind, in der Moldau natürlich sehr stark, in Bessarabien mit knapp über 50% und in der Bukowina mit knapp über 40%, wo eine sehr starke Aufteilung war, eben auch mit einer sehr starken ukrainischen Gruppe, aber auch einer starken jüdischen Bevölkerung. Dann nochmal die Muttersprache. Da sehen wir natürlich in der Moldau fast über 90% rumänisch Muttersprache. In Bessarabien knapp über 50% und in der Bukowina auch knapp über 41%. Da sieht man wieder, da sind andere Sprachen im Vordergrund, eben auch hier das Ruthenische oder Ukrainische mit über 30% vertreten. Und hier eben noch einmal die Religionszugehörigkeit. Und da sehen wir eben, die Orthodoxen machen in allen drei Regionen doch eine deutliche Mehrheit aus. Wir sehen dann römisch-katholische, vor allen Dingen in der Bukowina, das ist eben die alte habsburgische Tradition, die man hier sieht, aber auch natürlich der Anteil der polnischen Bevölkerung. Evangelisch-lutherische, das sind in dieser Region überwiegend deutsche Siedler gewesen. Und wir sehen aber auch dann natürlich die jeweils starken Gruppen der Juden und eben auch freireligiöse Gruppen. Das sind, wie gesagt, zu dieser Zeit vor allen Dingen Baptisten und Adventisten, die in den 20er Jahren in Rumänien als religiöse Gruppen zugelassen wurden. An dieser Stelle mache ich einen historischen Schnitt und komme nun zur heutigen Republik Moldau. Die Mehrheitssprache ist dort nach vorherrschender Überzeugung der meisten Linguisten des In- und Auslandes eine Varietät des Rumänischen. Sie weicht in phonetischer, lexikalischer, grammatikalischer und orthografischer Hinsicht nur geringfügig vom Hochrumänischen ab, das innerhalb Rumäniens gesprochen und geschrieben wird. So haben etwa Einflüsse aus dem Russischen und anderer Nachbarsprachen zu Neologismen geführt. Manche Vokabeln weisen in der Sprachpraxis in der Republik Moldau ein anderes Genus aus, weil etwa zum Beispiel auch Worte aus dem Russischen übernommen wurden. Und die Rechtschreibreformen, die in Rumänien in der nationalkommunistischen Ära von Nicolae Ceausescu durchgeführt wurden, sind, um die Latinität des Landes noch stärker zu akzentuieren, wurden in der Moldau nicht mitvollzogen. Zumal während der Ceausescu-Ära in der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik noch kyrillisch geschrieben wurde. Wie kam es überhaupt dazu, dass in der moldauischen SSR rumänische Texte mit kyrillischen Buchstaben aufgezeichnet wurden? Tatsächlich war in der frühen Neuzeit und in der frühen Moderne in den beiden Donaufürstentümern Moldau und Walachei ebenfalls eine kyrillische Schrift in Gebrauch, die sich allerdings von der russischen, der ukrainischen oder der bulgarischen Kyrillica durch eine Reihe von Sonderzeichen unterschied,
mit denen besondere Lautungen des Rumänischen gut abgebildet werden konnten. Spätestens ab den 1860er Jahren wurde im zwischenzeitlich gegründeten Fürstentum Rumänien die kyrillische Schrift vollständig durch ein lateinisches Schriftbild ersetzt. Damit wollte man auch in dieser Hinsicht die Zugehörigkeit der Rumänen zum lateinischen und damit westlichen Kulturkreis unterstreichen. Die Vorstellung, die modernen Rumänen seien die unmittelbaren Nachfahren der einst in diesem Raum beheimateten Daker und Römer, war eine der Säulen des rumänischen Staatsverständnisses und ließ sich doch dadurch eine angeblich 2000-jährige Kontinuität des Landes und des Volkes ableiten. Bei der Gründung der moldauischen autonomen sozialistischen Sowjetrepublik im Bereich des heutigen Transnistrien im Jahre 1924, wir haben davon in der letzten Woche gehört, wurde auf deren Territorium zunächst das lateinische Alphabet übernommen. Unter dem Einfluss einer stärkeren Zentralisierung in der UdSSR wurde 1930 auf kyrillische Schreibweise umgestellt. Zwischen 1933 und 1937 galt in der moldauischen ASSR erneut die lateinische Schrift. 1937 kehrte man definitiv zur Kyrillica zurück. Dabei handelte es sich aber nicht um die erwähnte altrumänische Schrift, sondern den Versuch, das russische Buchstabensystem für das rumänische zu adaptieren, es letztlich der rumänischen Sprache aufzuoktroyieren. Man sprach inzwischen in der moldauischen ASSR nicht mehr von der rumänischen, sondern von der moldauischen Sprache. Damit drückte sich auch die Tatsache aus, dass die UdSSR die Angliederung Bessarabiens an Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg nie rechtlich anerkannt hat. Die sprachliche Nomenklatur wurde auch beibehalten, als nach der sowjetischen Annexion Bessarabiens im Sommer 1940 aus einem Teil dieses Gebiets und dem überwiegenden Teil der moldauischen ASSR die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik formiert wurde. Um ein mögliches Streben der Menschen nach einer Wiedervereinigung mit Rumänien zu unterbinden und überhaupt das Zusammengehörigkeitsgefühl einzudämmen, wurde das Adjektiv rumänisch zur Charakterisierung der Sprache in der Moldau in sowjetischer Zeit tunlichst vermieden. Unter dem Einfluss einer relativen Öffnung innerhalb der sowjetischen Führung unter Generalsekretär Michail Gorbatschow im Zeichen von Perestroika und Glasnost entschied sich am 31. August 1989 der oberste Sowjet der moldauischen USSR dazu, die immer noch als moldauisch bezeichnete Amtssprache fortan wieder mit lateinischer Schrift zu schreiben. Bis heute wird in Erinnerung an diesen politischen Schritt in der Moldau der 31. August als Ziua Limbii Noastre, als Tag unserer Sprache, begangen. Einen maßgeblichen Impuls für diese gesetzgeberische Entscheidung lieferte 1989 die Schriftstellervereinigung der moldauischen SSSR, aus der wenig später die führenden Persönlichkeiten der sogenannten Volksfront hervorgingen. Sie wurde zum ersten Träger der staatlichen Eigenständigkeit der Republik Moldau. Bei den Wahlen vom März 1990 errang die Volksfront etwa 40% und konnte im Verbund mit anderen pro-westlichen Parteien die Unabhängigkeit des Landes vorbereiten und durchsetzen. Im April 1990 wurde die sowjetmoldauische Flagge durch eine Adaptation der rumänischen Fahne unter Einbeziehung des moldauischen Staatswappens eingeführt. Das Land erklärte sich am 23. Juni 1990 für souverän, obwohl zu diesem Zeitpunkt das Verhältnis gegenüber Russland und den übrigen Teilstaaten der UdSSR noch keineswegs völkerrechtlich geklärt war. Eine sehr weitreichende Entscheidung in sprachpolitischer Hinsicht beinhaltete die Erklärung über die Unabhängigkeit der Republik Moldau vom 27. August 1991. Darin wurde als Staatssprache des nunmehr vollständig von der UdSSR und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten unabhängigen Landes, die Limba Romana, die rumänische Sprache, definiert.
Auch der 27. August ist in der Republik Moldau ein Staatsfeiertag, die Ziua Independenței, der Tag der Unabhängigkeit. Innerhalb der Eliten des neuen und seit Anfang 1992 auch der KSZE beigetretenen Landes entbrannte in den 1990er Jahren ein heftiger identitärer Diskurs. Die kollektive ideologische Grundlage des erst in die Selbstständigkeit entlassenen Staates war zu dieser Zeit noch nicht gefestigt. Die Zugehörigkeit zur rumänischen Sprachfamilie und zur rumänischen Kultursphäre wurden von den Moldovianisten, den Anhängern einer eigenständigen moldauischen Nation, als Bedrohung der Eigenheit empfunden. Öffentlich von Teilen der Bevölkerung artikulierte Forderungen nach einer Vereinigung mit Rumänien, das ebenfalls gerade im Begriff war, seine kommunistische Vergangenheit abzuschütteln, gaben solchen Befürchtungen Nahrung. Zu den prominenten Moldovianisten zählte unter anderem der zwischen 2001 und 2009 amtierende Staatspräsident Wladimir Voronin. Als er vorschlug, dem Russischen in der Republik Moldau den offiziellen Status einer Zweitsprache zu gewähren, kam es 2002 zu Massenprotesten. In den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit setzten sich auf der politischen Bühne zunächst die Anhänger einer moldauischen Eigenidentität durch und hielten in Artikel 15 der ersten Verfassung vom 29. Juni 1993 fest, dass die Landessprache die Limba Moldoveanesca, die moldauische Sprache, sei. Der damalige Staatspräsident Mircea Snegur gab die Parole aus Un popor, două state, ein Volk, zwei Staaten. 1994 nahm die Republik Moldau ein bereits Jahrzehnte früher gedichtetes und komponiertes patriotisches Lied als Nationalhymne an. Damit ist die Moldau vermutlich eines der wenigen Länder der Erde, das seine Sprache in der Hymne thematisiert. Der Sprachlehrer, orthodoxe Priester und Dichter Alexei Matejewitsch, der in Chișinău lebte und wirkte, schrieb 1917 in der Umbruchszeit der Revolutionen im Russländischen Reich das Gedicht Limba Noastră, unsere Sprache. Im selben Jahr verstarb der Autor an den Folgen einer Typhusinfektion. Sein Berufskollege Alexandru Cristea vertonte das Lied. Es war also nicht von Anfang an als Nationalhymne komponiert worden, sondern als Hymnus auf den Fortbestand der rumänischen Sprache über viele Zäsuren und Schwierigkeiten hinweg. Ich will jetzt versuchen, ich hoffe, es klappt mit dem Ton, sonst geben Sie mir bitte Bescheid, Ihnen diese Hymne auch kurz mal vorzuspielen. Also bisher hört man nichts, auf jeden Fall.
Mit der im Jahr 2009 verabschiedeten erneuerten Verfassung der Moldau verabschiedete sich das Land vom Moldauischen und proklamierte das Rumänische als Staatssprache. Gegen diese Auslegung gingen moldauisch gesinnte Bürger und Politiker juristisch vor und strengten eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof in Chișinău an. Der entschied jedoch am 5. Dezember 2013 in einem denkwürdigen Urteil, dass die Unabhängigkeitserklärung von 1991 gegenüber der Verfassung rechtliche Priorität besitze. Damit bestätigte das Gericht die Relevanz der rumänischen Sprache und in der Republik Moldau verlor die Formulierung moldauische Sprache zunehmend an Bedeutung. Zumal sich auch ein Großteil der intellektuellen und der akademischen Einrichtungen des Landes der Interpretation des Gerichtes anschloss. Seither lernen moldauische Schülerinnen und Schüler nach der offiziellen Nomenklatur Rumänisch in der Schule und stellen moldauische Behörden rumänischsprachige und nicht moldauischsprachige Dokumente aus. Im Sprachalltag ist in der Republik Moldau ein pragmatischer Umgang mit anderen Sprachen festzustellen. Minderheitenschutzgesetze, die sich weitgehend an den Normen der Europäischen Union orientieren, regeln die Gleichberechtigung unterschiedlicher Sprachen und Ethnien im Lande. Eine vor wenigen Jahren in der Hauptstadt Chișinău durchgeführte Feldforschung zur Linguistic Landscape, also zur Bedeutung von Schriftbildern bei Werbeaufschriften, Ladennamen und Plakaten im öffentlichen Straßenbild, hat ergeben, dass im stark frequentierten Stadtzentrum eindeutig einsprachige rumänische Beschriftungen vorherrschen. In den Vororten, in denen auch Angehörige anderer ethnischer Gruppen zu Hause sind, finden sich hingegen auch russische, ukrainische und andere Sprachelemente im öffentlichen Raum. Manche Werbeexperten, aber auch politische Parteien pflegen bewusst einen spielerischen Umgang mit der noch immer verbreiteten Mehrsprachigkeit, indem rumänische Texte mit russischen Elementen und damit lateinische und kyrillische Bausteine kombiniert werden, was offensichtlich für besondere Aufmerksamkeit sorgen soll. Also Sie sehen hier beispielsweise auf der linken Seite die Werbeanzeige oder das Logo einer Keramikfabrik. Der Name Artisana ist praktisch in lateinischen Buchstaben geschrieben und darunter findet man aber die russische Aufschrift Set Magazinov Keramiki. Und genauso haben wir hier auf der rechten Seite die Partei der Regionen in der Moldau mit einer rumänischen und einer russisch-kyrillischen Aufschrift, was in diesem Fall dem Multikulturalismus Rechnung tragen soll. Einen entspannten Umgang auch mit den geschichtlichen Zäsuren der Region zeigt im Zentrum von Chișinău ein Straßenschild an einer der Hauptachsen der Stadt, dem heutigen Boulevardul Stefan cel Mare Csisfent. Diese große Straße war nicht immer nach dem moldauischen Voivoden des späten Mittelalters, eben Stefan cel Mare, benannt. Die russischen Behörden nannten sie 1840 nach Moskau Ulica Moskowskaja. 1877 wurde sie zu Ehren von Zar Alexander II. In Ulica Alexandrowskaja umbenannt. Nach der Eingliederung Bessarabiens in das Königreich Rumänien hieß sie ab 1924 zunächst Boulevardul Alexandru cel Bun, ebenfalls nach einem moldauischen Voivoden des 15. Jahrhunderts. 1931 wich der mittelalterliche Herrscher dem damals regierenden König. So fand eine Neutaufe des Boulevards in Boulevardul Regele Carol al Doilea statt. In der sowjetmoldauischen Zeit hieß die Prachtstraße ab 1944 zunächst Strada Lenin, dann von 1952 bis 1990 auf Russisch Prospekt Lenin. Diese unterschiedlichen Namensformen sind jeweils in lateinischen und kyrillischen Lettern angegeben und der Typograf hat sich sogar um die Rekonstruktion eines jeweils zeitgenössischen Schriftbildes bemüht. Es wird ferner in der Literatur berichtet, dass internationale Spielfilme im moldauischen Fernsehen häufig mit russischen Untertiteln ausgestrahlt werden, was offensichtlich kostgünstiger ist als eine rumänische Untertitelung, sofern diese nicht ohnehin in Rumänien vorliegt. Einen Sonderstatus innerhalb der Republik Moldau genießen die zahlenmäßig wichtigen Minderheiten der Gagausen und der Bulgaren.
Beide haben eine historisch begründete Affinität gegenüber Russland und der russischen Sprache. Und so trifft man in den Gebieten mit einem hohen gagausischen oder bulgarischen Bevölkerungsanteil vermehrt russische Sprachelemente an. Im autonomen Gebiet Gagausien werden für offizielle Aufschriften Rumänisch, Gagausisch und Russisch verwendet. Das sehen Sie zum Beispiel auf der linken Tafel, die also eine Regierungsbehörde bezeichnet. Oben Gagausisch, dann in der Mitte Rumänisch und da ganz unten Russisch. Entschuldigung, ich muss kurz jemand reinlassen. So, es geht gleich weiter. Auf der rechten Seite dieser Folie sehen Sie aber eine Folie, das heißt herzlich willkommen in Gagausien, in gagausischer Sprache. Die Gagausen, die heute in der Republik Moldau einen Autonomiestatus genießen, sind in ethnischer und sprachlicher Hinsicht ein Turkvolk, das zu den Oghusen gehört. Aus der Selbstbezeichnung Gök-Oghuz, was so viel bedeutet wie blaues Volk, ist in den Nachbarsprachen das Ethnonym Gagausen entstanden. Von den etwas mehr als 230 Angehörigen dieses Volkes leben 150.000 in der Republik Moldau, 32.000 in der Ukraine und 14.000 in Russland. Eine ihrer Besonderheiten ist ihre religiöse Zugehörigkeit. Trotz ihrer Verwandtschaft mit den Türken sind sie keine Muslime, sondern orthodoxe Christen. Ihre Vorfahren sind nämlich ab dem 11. Jahrhundert über die pontischen Steppen in das westliche Schwarzmeergebiet eingewandert, wo sie sich unter dem Einfluss von Missionaren christlich taufen ließen. Eine große Konzentration lebte im 18. Jahrhundert in der osmanischen Dobrudscha. Die Dobrudscha ist praktisch die Region, die sich südlich der Donau an Bessarabien anschließt. Als 1812 das russländische Reich Bessarabien annektierte, wurden Gagausen neben vielen anderen Ethnien eingeladen, das nur sehr dünn besiedelte Land Bessarabien mit zu bewirtschaften. In der Sowjetzeit sahen sich die moldauischen Gagausen einem Russifizierungsdruck ausgesetzt, der 1957, ähnlich wie beim rumänischen, zur Annahme des kyrillischen Alphabets auch für ihre Sprache führte. Heute verwenden die Gagausen jene lateinischen Schriftzeichen, die Kemal Atatürk in der Zwischenkriegszeit in der Republik Türkei eingeführt hat. Eine Sonderrolle nimmt in sprachpolitischer Hinsicht auch die völkerrechtlich nicht anerkannte Transnistrische Moldauische Republik, kurz Transnistrien, östlich des Dniester mit Tiraspol als Hauptstadt ein. Dort wird die sowjetmoldauische Praxis relativ ungebrochen fortgeführt, rumänische Aufschriften mit russischen Buchstaben darzustellen. Offiziell gelten in Transnistrien Moldauisch, Russisch und Ukrainisch als Staatssprachen, allerdings dominiert in der Realität eindeutig das Russische. Zwar prangt am Ortseingang von Tiraspol ein Schild, das diese drei Namensvarianten angibt und bei eher floskelhaften Wendungen wie Bine ats venit, herzlich willkommen, wird auf das Kyrillische zurückgegriffen, um sich ganz eindeutig vom Rumänischen zu distanzieren. Wer jedoch als Besucher nach Transnistrien einreist, wird von einer Informationstafel in russischer und in englischer Sprache empfangen. Dort sucht man vergebens eine moldauische oder gar rumänische Fassung. Der oben skizzierte Disput über die Benennung der Staatssprache in der Republik Moldau nach 1991 wird in der Literatur häufig als Beispiel eines Sprachnationalismus angeführt. Im Gegensatz dazu, so heißt es dann, hätten Österreicher oder Deutschschweizer auch keine Probleme damit, dass ihre Hoch- oder Unterrichtssprache als Deutsch und nicht als Österreichisch oder Schweizerisch bezeichnet wird. Es wäre allerdings zu einfach, hinter dem Beispiel der Moldau eine typisch osteuropäische Erscheinung vermuten zu wollen. Auch im westlichen Europa lassen sich vergleichbare Sensibilitäten verzeichnen. Während sich etwa die Einwohner von Genf nicht daran stören, dass sie Französisch sprechen, wie die Franzosen im benachbarten Frankreich, nennen die Bewohner des südlichen Belgien ihr frankophones Idiom Wallonisch und auch die Bewohner im südlichen
Und im nördlichen Belgien setzen sich gerne von den nördlich angrenzenden Niederländern ab, indem sie ihre Sprache nicht als Niederländisch, sondern als Flämisch bezeichnen. Im westlich des Dniester gelegenen Teil der Republik Moldau deklarierten sich beim Zensus von 2014 75% der Einwohner als Moldauer, 7% als Rumänen, ebenso viele als Ukrainer, 5% als Gagausen und 4% als Russen. Der Rest verteilt sich auf Bulgaren, Roma und andere Ethnien. Während davon ausgegangen werden kann, dass die rumänischsprachige Bevölkerung größtenteils traditionell zwei- und mehrsprachig ist, weil in früheren Zeiten die Kenntnis des Russischen als Garant für soziale Teilhabe und einen möglichen Aufstieg war, waren viele Russen lange Zeit einsprachig. Die Regierung des Landes hat von Anfang an große Anstrengungen unternommen, diesen Zustand zu ändern. So wurden ab den 1990er Jahren aus Rumänien Rumänisch-Lehrbücher importiert, was im Übrigen auch zu einer gewissen Vereinheitlichung der Sprache in der Republik Moldau geführt hat, also zum Abbau der bis dahin noch vorhandenen gewissen Unterschiede zwischen der moldauischen und der rumänischen Variante des Rumänischen. In Transnistrien führten die Behörden im Jahre 2015 eine Analyse der Bevölkerungszusammensetzung durch. Demnach erklärten sich 33% der Einwohner als Russen, 33% als Moldauer und 27% als Ukrainer. Die wenigen verbleibenden Prozentpunkte bilden auch hier die Anteile der Bulgaren, Gagausen und anderen ab. Ein bedeutendes gesellschaftliches Phänomen für die heutige Republik Moldau ist die massenhafte Migration eines nicht unerheblichen Teils ihrer Einwohner ins Ausland. Im vierten Quartal des Jahres 2012 führten das Statistische Büro der Republik Moldau, die Europäische Union und das International Labour Office eine Erhebung zur Arbeitsmigration aus der Moldau, einen sogenannten Labour Force Migration Survey, durch. Dabei ergab sich, dass 16,5% der arbeitsfähigen Bevölkerung zur Arbeitsaufnahme ins Ausland gingen. Das entsprach damals etwa 429.000 Menschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Ausland betrug 2,8 Jahre, wobei die Altersgruppe von 25 bis 29 Jahren die Spitzengruppe bildete, gefolgt von den 20- bis 24-Jährigen. Mit steigendem Alter nahm die Neigung zur Arbeitsmigration kontinuierlich ab. Als wichtigsten Grund nannten fast 4/4 der Befragten, dass sie aufgrund des geringen Lohnniveaus in Moldova zum Arbeitseinsatz ins Ausland gingen. Die Liste der Zielländer führte 2012 Russland mit 69% der Migranten ab, gefolgt von Italien mit 14%. Auf den weiteren Plätzen folgten Israel, Frankreich, die Türkei, die Ukraine, die USA, Portugal, Griechenland, Deutschland und weitere Länder. Seit 2012 hat sich die Tendenz der moldauischen Bevölkerung zu migrieren noch erhöht, sodass man heute davon ausgeht, dass sich bis zu 750.000 Moldauer mehr oder weniger lange im Ausland aufhalten. Die Zahl der im Land selbst tatsächlich anwesenden Bürger ist damit auf geschätzt 2,6 Millionen Menschen im Jahre 2020 gesunken. Die nach wie vor instabile innenpolitische Situation, ein Gefühl der äußeren Bedrohung, das seit den russischen Interventionen auf der Krim und in der Ostukraine ab 2014 gewachsen ist, und die schwierige ökonomische Lage im eigenen Land veranlassten viele Moldauer, ihr Land zu verlassen. Neben diesen Push-Faktoren kommen als Pull-Faktor die Ausstellung rumänischer Ausweise durch Rumänien hinzu, die den Zugang zum Arbeitsmarkt der Europäischen Union erleichtern. Das Durchschnittsalter der Migranten beträgt nach einer jüngeren Studie etwa 35 Jahre, 2/3 der Migranten sind Männer und 1/3 Frauen. In nicht wenigen Fällen reisen sogar Ehepaare gemeinsam aus und lassen ihre Kinder bei Großeltern oder sonstigen Angehörigen zurück. Damit wächst eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen ohne regelmäßigen direkten Kontakt zu ihren Eltern auf. Darauf bezieht sich auch die Folie, die Sie jetzt hier gerade sehen. Auf der linken Seite der Hinweis auf eine Ausstellung, die den Titel trägt, die Migration durch die Augen der Kinder oder mit den Augen der Kindern gesehen.
und auf der rechten Seite eben eine Gruppe, drei Geschwister, die offensichtlich bei einer Tante untergebracht sind, die die Kinder aufgenommen hat, während die Eltern eben zum Arbeiten ins Ausland gegangen sind. Entschuldigung, wir sind jetzt gerade noch bei der Folie mit der Landkarte von Moldova. Ah, okay, pardon. Dann können Sie jetzt sehen? Ja. Okay. Also auf der linken Seite dieses Plakat, das auf die Ausstellung hinweist, auf der rechten Seite eben das Foto, von dem ich gerade gesprochen habe. Unterschiedliche Formen der Migration werden unterschieden. Ein zwar quantitativ im Gesamtkontext nicht erheblicher, aber qualitativ deutlich spürbarer Aspekt ist die Elitenmigration. Die Abwanderung hochqualifizierter Akademiker, Intellektueller, aber auch Facharbeiter hat zu einem empfindlichen geistigen und wirtschaftlichen Aderlass geführt, zumal die meisten der Betroffenen nicht mehr beabsichtigen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Junge Menschen versuchen gelegentlich über ihr Au-pair-Aufenthalte eine Zugangsmöglichkeit zum Ausland zu erhalten. Nach Beendigung ihres Au-pair-Jahres in einer ausländischen Familie bleiben viele im legalen oder im illegalen Arbeitsmarkt des Gastlandes. Häufig wird daraus ein permanenter Aufenthalt. Zu nennen sind auch die Phänomene Heiratsmigration, einschließlich der Scheinehen, oder Menschenhandel, der bei Frauen aus der Republik Moldau nicht selten in die Prostitution mündet. In einigen ländlichen Regionen spielt auch der Organtourismus eine gewisse Rolle. Aus offiziellen Berichten der EU ist bekannt, dass es ganze Ortschaften im ruralen Raum gibt, deren Bewohner nur noch eine Niere besitzen. Die zweite Niere wurde ihnen auf einer von Organspekulanten organisierten Reise ins Ausland gegen eine Art Aufwandsentschädigung entnommen. Seit dem Jahr 2001 ist diese Praxis offiziell strafbar, doch gehen Experten davon aus, dass sie im Dunkeln nach wie vor weiter existiert. Eine hohe Dunkelziffer gibt es auch im Bereich der Arbeitsmigration. Während die Ausgabe rumänischer Ausweise an Bürger der Republik eine Pendelmigration in die Europäische Union begünstigt, existieren daneben auch eine nicht genau fassbare illegale Migration. Die regelmäßigen Geldsendungen moldauischer Migrantinnen und Migranten an ihre Angehörigen in der Heimat sind ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, deren Existenz zu sichern. In einem Land, in dem das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung zu den niedrigsten auf dem europäischen Kontinent gehört. Damit werden zwar die privaten Überlebens- und Konsummöglichkeiten der Bevölkerung gefördert, allerdings profitiert der Staat selbst nur indirekt von diesen Geldtransfers aus dem Ausland. Es bleibt in absehbarer Zeit abzuwarten, wie sich die Migrationstendenz in der Republik Moldau weiterentwickelt. Entscheidend wird dafür auch der Fortgang des Krieges in der Ukraine sein. Bereits jetzt hat die Moldau eine extrem hohe Zahl an geflüchteten Menschen aus dem Nachbarland aufgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass das Land, das selbst seit 20 Jahren einen Frozen-Konflikt zwischen den Landesteilen am linken und am rechten Ufer des Dniester kennt, nicht eines Tages selbst zu einem neuen Konfliktgebiet wird. Die neosowjetische Expansionspolitik Russlands gegenüber der Ukraine beweist jedenfalls, dass die imperiale Geschichte in diesem Raume noch lange nicht zu Ende geschrieben worden ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich jetzt für Diskussionsbeiträge oder Rückfragen gerne zur Verfügung.